Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Oh, zwei Schaden. Nein, nicht nur mehr. Oh, ich bin doch AFK gewesen. Ich konnte doch gar nicht. Hey, wie die schnell immer wechseln. Die Fronten wechseln. Okay. Also, dann können wir gleich nochmal kurz in Ruhe ein bisschen einführen. Es ist genau der Nachfolgepart. Ich habe genau wieder die Aufnahmetaste gedrückt und gedacht, ja, ihr habt es verdient, noch eine Folge. Einfach am nächsten Tag jetzt. Für mich einfach eine Doppelfolge an einem Tag. Aber es ist so viel los jetzt gerade. Ich könnte viel schnurren jetzt. Und ja, wir haben das letzte Mal aufgehört hier. Jetzt habe ich noch ein paar Erfahrungen bekommen. Jetzt sind wir noch ein bisschen weiter. Mal schauen, wie wir heute in diesem Part weit kommen. Ich sterbe leider auch ein bisschen oft jetzt wegen dem Stunnen und sofort sterben, weil man nichts machen kann. Ja, ist halt einfach so. Ich habe das Gefühl, ja, es wechselt halt immer zu schnell. Man hat einfach keine Chance, man muss sterben, wenn man noch zu schwach ist. Und so weiter. Boah, sind die schnell manchmal? Ja, ich muss ein paar mehr Zauber haben. Hey, hallo! Wenn ich doch Casten drücke, geht doch gar nichts. So, oh, jetzt sind mehr viele markiert worden. Sheet, ganz viele. Ein paar sind ausgewichen, aber zählt es dann trotzdem? Nee, es zählt nicht. Man muss dem Gegner einen Schaden zufügen, als dann können wir nichts zählen. Ja, sicher! Da ist ein Barbar gewesen, habt ihr gesehen? Der da. Der hat mich mega viel gedrückt. Oh, ich bin nicht gestunt worden, sonst wäre es mein Todesurteil. Hey, hallo, hallo. Da, ja, ich bin gestorben trotzdem. Wegen zweimal dort, ja, toll, ey. Ja, Beschis. Wir haben zu wenig Beschis. Okay, nochmal gestorben. Wow. Aber es ist einfach zu viel los, man muss einfach immer wieder schwer. Schwarzschmied, okay. Noch nie gesehen. Aber Bohrmaschinen haben wir schon mal gesehen. Der Bohrmaschine. Wie süß. Peligro. Ach, ich muss immer aufs Reaktier gehen, wenn ich schnell wieder an der Front bin. Ja, jetzt haben wir wieder ein bisschen bekommen, natürlich, aber. Nein, zu wenig. Also. Wir müssen irgendwie noch effizienter das alles machen. Noch mehr Entfernung, noch mehr Geduld haben, so ungefähr. Ja. Die Leute sterben einfach nicht, weil sie erst gerendert werden bei mir. Das Rendern ist sowieso ein Käse in Regnum. Es muss einfach besser werden, das Rendern, dass nicht alle Leute noch lebendig sind, obwohl sie schon lange tot sind. Ja, wo ist der Regnum 2? Hä? Wird nie erscheinen. Es wird nur ein Nachfolger Regnum geben. Und der ist jetzt momentan auch relativ, ja, unscheinbar. Man weiß jetzt nicht, was jetzt genau. Also, er ist natürlich immer gerne weiterentwickeln. Aber er kommt wahrscheinlich jetzt gerade noch nicht so schnell vorwärts, wie es ihm gut ist. Mal Geduld haben. Der Joshua. Wirklich ein talentierter Junge, aber ich kann halt nichts sagen und ich sage halt nichts. Vieles, was er mir erzählt, darf ich auch nicht sagen. Dass einfach auch Entwicklergeheimnisse sind. Und, ja, es wird aber bald soweit sein, dass ich wahrscheinlich auch Let's Play machen kann. Ich werde es gerne, auch wenn es schlechter noch ist, das Spiel, werde ich gerne ein Let's Play daraus machen. Bis dann werde ich wahrscheinlich Teso, also Teldus Coast Online, also ESO sagen die meisten nur, anfangen. Und schon eigentlich sofort wechseln, wenn es dann wirklich eine Version gibt, die spielbar ist. Ja gut, dann kann ich wieder gar nichts machen. Ich sehe auch nie, wenn ich irgendwie, wie sagt man dem? Lesen da. Irgendwo ist es da. Sie kann keine Sprüche. Also.
Ja, einfach, dass keine Zaubersprüche ist. Ding. Kann ich natürlich auch nicht angreifen. Schwindel, genau, Schwindel. Boah, auf Deutsch ist das so schwer. Auf Englisch, das, was es ist, sagt es auch da. Ja, gut. Es sind zu viele Hexenmeister, sehe ich gerade. Können einfach stehen, liegen. Die ganze Zeit diese Space Casten. Ah ja, die Besche ist ja auch. Das ist ja, glaube ich, für alle Mage. Das ist unglaublich. Es ist einfach mega imbalanciert. Das ist schade, aber andere Spiele haben viel mehr Imbalancing. Also wenn ich jetzt gerade Path of Exile zocke, dann sehe ich, Path of Exile ist viel imbalancierter als Regnum. Ja, eben, es tut mir halt weh, dass ich das ganze Zeit imbalancierte Games sehe, oder? Ich spiele eher alte Games, die einfach schon recht gut balanciert sind. Und zum Beispiel bei Minecraft ist es auch, es ist sehr imbalanciert. Es ist zu leicht geworden. Ja, gut. So gegen so viele Krieger gekämpft und bin nie gestorben. Also gegen Skelette, wie das Skelette, aber die sind ja auch noch OP, zu OP wegen dem Dot. Ja. Und Taser wird wahrscheinlich auch imbalanciert sein. Aber jetzt mal so richtig zocken. Ich habe nämlich etwas vor, so ein bisschen Rollenspiel zu machen. Bei Regnum kann ich halt nicht so viel Rollenspiel machen. Der ist halt immer noch am schwer leveln und nicht so richtig herrschen. Ja, niemand will kommen. Alle haben Fern. Ich habe ihn hier gestunt und er ist dort stehen geblieben. So. Ja, jetzt muss ich leider wieder zurück. Wir greifen wieder an. Ich weiß nicht, was ich tue, weil alles so viel Effekte macht. Ich muss immer schauen, dass niemand kommt und mich stunt. Das ist leicht. In der Regnum ist das viel zu leicht gemacht. Oh ja, oh ja. Nimm ihn. Sehr gut. Ist auch markiert. Aber wieso bekomme ich. Wieso sterben so wenig? Komm, Abklingzeit weg. Komm. Gut. Ja. Viele getroffen, aber viele Barbaren. Bitter halt. Hier ist ein Ziel auswählen. Ich habe ihn noch ausgewählt. Nochmals. Ja, genau. So. Jetzt muss ich mich ein bisschen sortieren. Ja. Es ist. In Regnum ist halt alles Stun. Vorstoßen, Rückfallen. Vorstoßen, Rückfallen, Stun. Irgendwie so, oder? Es ist zwar cool, aber es macht das nicht awesome. Also, niemand lobt irgendwie Regnum wegen dem Kampfsystem oder so ein Ding. Sollte eigentlich besser werden in Regnum, vor allem dann. Ich glaube kaum, dass die Entwickler da noch viel machen. Die haben einfach das Problem, dass sie den Code nicht wissen. Sie können vieles gar nicht mehr entwickeln. Deshalb machen sie so wenig wie nur noch eine Insel. Mit dem Editor können sie noch, programmieren geht wahrscheinlich nicht mehr. Und das macht halt sehr viel aus, dass man, ja, da eigentlich gar keine Entwicklung mehr sieht in Regnum. Also die ganze Zeit immer wieder XP, XIM oder Drop Boost. Oder Events, die jedes Jahr die gleichen sind. Es ist schade, es ist echt schade. Aber mir gefällt das Game einfach so gut. Ich will es nicht sterben sehen. Ich möchte das nicht. Ja, was macht ihr jetzt da vorne? Kommt ihr nicht? Irgendwann wieder mal nicht kommen. Ja, wow, jetzt habe ich wieder mal bekommen, aber kommt viel zu wenig. Also, wir sind nicht effizient genug, damit es mir hilft. Ja, immer blocken. Das ist ja auch ein Ritter. Ritter 100% Blockchance. Ja,
Und Beshi muss eigentlich in einer Party sein, damit er wirklich alle Gegner alle heilen kann. Das ist dann auch das Problem, ob wir wirklich glücklich werden so. Ich glaube eher nicht. Aber gut. Ich will ja nicht ihn verbinden, aber wenn der vor dem Gegner ist, im Spiel. Nervt mich so. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich mal etwas erreichen. Ja gut. Ja mal überall. Ich muss weg. Ich habe noch etwas zu erledigen. Die jetzt zwar schon so kommen. Ist im Nun, alle im Nun, immer im Nun. Die haben so viele Bashis, ey. Alle im Nun. Ja, alle im Nun. Immer im Nun. Alle im Nun. Ständig im Nun. Heftig im Nun. Kaka im Nun. Das nervt. Das nervt einfach mega. Eigentlich möchte ich ja kämpfen, aber wenn niemand mich kämpfen lässt. Ja. Und dann noch abgewehrt werde und so. Ich kann keinen Krähenfußpfeil mehr einsetzen, das geht nicht mehr. Ständig bin ich irgendwie auch. Ja. Okay, ich hau lieber besser ab, weil ich ja noch langsamer bin. Ja, crashed, okay, error detected. The program has crashed due to unexpected error. When you start the game again, you will be able to send crash information to NGD Studios. Ja, von mir aus. Gut, ja, bis gleich. So, ich habe mal Crash, 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 Crash geschrieben. Weil es halt einfach Regnum überfordert ist und da kann man natürlich nichts denken. Es ist einfach, weil Regnum überfordert ist, so viele Spieler sind, ja, crasht es halt. Gut, aber da sehen wir wieder. 12 Minuten Crash, das nervt. Ich habe aber auch wieder genug vom Kampf. Das ist einfach so mega nervig, so viele Effekte immer zu sehen und so weiter. Ja, gut. Kann man nichts machen. Das habe ich leider wieder wenig bekommen. Wir haben nur, ja, nicht mal einen Balken bekommen. Panchula Maladiva. Oh, die ist doch Maladiva. Okay. Links herum. Vielleicht greifen die irgendwo an. Aha, kommen von hinten scheinbar. So, was machen wir jetzt? Zuerst mal buffen, hä? Wieso heißt du mich, wenn ich nicht. Doch, ich hab Schaden. Komm, vor dem Crash noch. Aber ich brauch keine Ahnung. Schießt du wieder nicht? Ich mag's nicht, wenn es nicht geschossen wird. Jetzt mach doch, ich will wieder ein paar XP. Killt alle Spieler. Hopp, 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 hopp. Vorwärts. Ich bin immer so abhängig von anderen Leuten. Dann bin ich natürlich immer so richtig. Wow, ich habe zu wenig Schaden gemacht, ich habe nichts von ihm bekommen. Ja, wenn alles Cooldown, Mann, dieser mega Cooldown ist echt genervig. Zu nervig. Ständig immer Cooldown.
Auf Kuhlern, auf Kuhlern, auf Kuhlern. Sicher. Ich hab mich jetzt wieder abknallen können. Diesen Scheiß. Rennfußball, das ist nicht gut, ne? Ich werde noch alles sterben, ich werde noch sterben. Doppelt sterben. Aha. Ja, haben wir noch ein bisschen Geduld, ein bisschen Entfernung. Kann es sein, dass manchmal das Game nicht Entfernungen ausbalancieren kann? Also, die Richtung, die Entfernungen sieht, oder eben falsch anzeigt, wegen der Serverleistung. Aber auf jeden Fall ist es so gigantisch weit weg, die Gegner, und können trotzdem mich angreifen. Aus irgendwelchem Grund sind es mindestens 50 bis 60 Meter. Also ja schon, aber können ja noch mehr weiterschießen. Aber ständig, immer wieder von Stunts getroffen zu werden, ist irgendwie komisch. Und die ganze Zeit diese Space-Up-Time, die sie machen, dass sie weiterschießen können, da kaum. Das ist schon extrem. Ich hatte als Schütze immer das Problem, dass ich auch zu wenig Reichweite hatte. Bei mir ist es irgendwie Hard Mode. Und bei den Argentinier, die haben da, ja, weil sie aus dem eigenen Land kommen, haben noch einen Bonus von 100 Metern. Ich jetzt, aber schon krass. Also es ist schon ein bisschen gemein, dass ich immer wieder getroffen werde, obwohl die Ritter erst auch, ja, weit hinter mir sind. Vor allem auch nicht attackiert werden, die Schützen. Es werden immer nur die Ritter attackiert, oder wer gerade vorne ist. Es muss einfach ein bisschen die KI von den Eis noch erhöht werden durch irgendwelchen Patch. Ja, liebe Spieler, ein bisschen intelligenter zucken. Okay, ich tue auch nicht intelligent zucken, aber gut. Einfach ein bisschen mehr Teamwork, ein bisschen Reichsunterstützung. Wir müssen uns doch unterstützen. Komm, killt doch mal ein paar Leute. Ich nehme auf die Ritter gehen. Ich will ein bisschen XP gehen. Ich gehe nach XP, so langsam ist es ja von der Geduld wieder meiner. Ich brauche ein bisschen XP, aber ich habe so mega cool da. Ich kann nichts machen. Ich bin einfach so richtig am faulenzen momentan. Ja, endlich mal wieder. Aber die Königreichspunkte sind halt immer noch mega gering. Weil so wenig Schaden machen. Wir müssen einen größeren Anteil Schaden machen. Schauen wir doch mal, wie viel. Ah, wir haben minus 2 noch, okay. 1016. Von irgendwie 200 oder wie viel wir hatten. 1016, das ist schon krass. Ja, ja. Wunderbar. Ja, der wird wieder geheilt, anstelle zu sterben. Andere sind nicht, ja, ich werde ja, wie wir es kennen. Wie wir es kennen und leben. Ja, den Veshi werde ich natürlich eher fürs Farmen einsetzen. Es ist einfach geil, wie der Monster gehen kann. Habt ihr gewusst, dass Imps eigentlich mega stark sind? Ich weiß nicht wieso, aber die killen die Monster am schnellsten. Weil sie 10 sind, also wenn man das, wenn die auf 10 hat, killen sie am meisten, am schnellsten die Monster und sind immer wieder sofort wieder da. Also Monster, Imp, 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 immer wieder beschwören und die levelt viel schneller. Völlig unbalanciert. Ja, gut, dass ich nicht erwischt wurde. Die Animation hätte mich erwischt, aber ich bin irgendwie entfliehen. Ja, ich muss alles auf Ausweichen setzen, irgendwie. Also Ausweichen klappt, glaube ich, bei Stunts nicht. Das ist ein eigener Wert. Ja, gut. Okay, ein Fußball. Yeah, ganz viele getroffen. Sehr schön. Ich wurde auch getroffen. Aber gut, das ist nicht so schlimm. Ich will nicht mehr so viel leben. Dazu mal vor 50 Jahren. Vor gestern. Ja.
Kurioser Kampf heute. Auf der linken Seite sind sie am Ausruhen und rechts wird gekämpft. Gut, wurde jeder nicht getroffen. So, haben wir jetzt eine Chance? Können wir jetzt das endlich mal machen? Die Segen sind halt einfach immer zu zahlreich. Ich kann kaum etwas sehen, dass wir irgendwie vorstoßen können oder so. Das hat einfach einen Massenkampf momentan. Ich bekomme wirklich zu wenige XP über. Da haben wir wieder mega viele 69999 hinter Kommastellenzahlen. So wurde ich jetzt wieder vergiftet. Blitzer herbeirufen. Wie viel Reichweite hat Blitzer herbeirufen? Oh, krasse. Eigentlich eine Idee, wie ich den Beshi auch irgendwie machen kann. Ja, es sind auch ein paar Leute, aber denen helfe ich nicht. Kann ich am wenigsten helfen von uns Hunderten. So. Ja, ja. Ich schreibe jetzt auch nichts auf Englisch, Left oder so, aber... Ja, müssen alle sterben hier. Ja, und ich bekomme immer Regeneration, aber keine XP. Mist. Kackgeil. Ja, mit dem Jäger wird das nichts in der Warzone. Wenn das so weitergeht, ich brauche tausendmal bessere Items. Aber gut, Hauptsache, wir werden nicht getroffen. So, jetzt bitte. Bitte killt mal ein paar Leute. Ich brauche ein bisschen XP. So langsam werde ich echt ungeduldig. Ich kann einfach nicht mehr erwarten. Ich muss wieder grüne Zahlen im Chat sehen. Ach, bitte. Ja, und jetzt noch sterbe, weil ich jetzt weit vorne bin. Okay. Es ist einfach nur ein Chaos. Das ist das größte Regnum-Chaos, das ich je gesehen habe. So viele Effekte dran. Oh. Wie der Magier sich bewegt hat, wenn ich anvisiert habe. Er weiß nicht, was er tut. Aber wieso bin ich jetzt in der Wolke? Ich bin laut Animation nicht mehr in der Wolke gewesen. Weil es nicht gut ausgeschnitten wurde. Ja. Okay, es passiert halt nicht mehr so viel. Ja, echt nicht mehr viel. Ich kann einfach nicht mehr so viel abgewinnen, weil, ja. Ich glaube, die Beacons sind einfach viel besser eingestellt, dass ich da nicht so viele. Oh, unterstehen. Cool. Ja, sie haben einfach viel mehr Beshis, viel mehr Hexer. Das macht halt viel aus. Liebe Leute, also alles erst spät, Magier. Und. Barbaren. Man spielt einfach alles mehr. Nicht so unausgeglichen. Jetzt bin ich tot wieder. Nicht? Wow! Hab ich Sultas Terror abbekommen. Und viele sind hinter mir gewesen. Das ist crazy. Aber wie schnell man stirbt, wenn man erst Level 49 ist. Das ist unglaublich. Also, man hat einfach keine Chance, wenn man jetzt mal priorisiert wird. Je mehr Spieler, desto mehr wenige Chancen hat man halt. Hm.
Jetzt alle markieren, bitte. Ich brauche jetzt... Oh, jetzt haben wir aber auch viel bekommen. Aber wo werden manche nicht angezeigt? Das haben wir schon ziemlich viel dazu bekommen. Von den Männchen bis hierhin in 15 Minuten. Ist doch gut, oder? Ja, könnte noch mehr sein. Aber wir müssen natürlich auch eine XP-Boost einsetzen. Das mache ich nicht. Jetzt gerade im Moment keine XP-Boost. Wenn dann beim Beschwören. Ja, der bekommt ja auch wenige. Ja, wir müssen wahrscheinlich Babar dann bald spielen. Zuerst eben Items suchen und Items handeln mit dem Babar. Mit dem Peschi. Dann mit dem Babar spielen. Wieso sind so viele da? Ja, jetzt kann man wieder nichts angreifen. Ich wurde doch nicht angegriffen. So, ja. Oh, da sind wir. Oh. Ganz viele Krähen. Also mehr konnte ich nicht mehr treffen. Shit. Ja, das verhält mein Herz. Bin ich auch wieder ein bisschen zuversichtlich. Nicht am Herumzicken. Geil, viel getroffen. Aber leider keine XP. Scheinbar. Die werden einfach nicht gekillt da vorne. Ja, es ist mir ein bisschen zu gefährlich, so weit wie vorne gehe ich nicht. Als Anführer des Rudels, aha, des Rudels, schon reich. Ja, wie genüsslich es jetzt wieder zugeht. Vorher war es viel zu stressig. Mann, ich habe irgendwie das Gefühl, wir werden immer weniger. Wo sind denn die Spieler hin? Ja, jetzt kommen viele wieder, aber... Es sind plötzlich so wenige. Der Kampf leider vorüber wieder, wir haben verloren. So halt, aber... Ich bin einfach immer unterlegen von der Anzahl her. Ja. Nachher wieder ein bisschen Urlaub machen. Es ist schon schwer, immer wieder solche Spiele zu zocken, wo so viel Action ist, so viel zu tun ist. So viele Effekte. Ich muss Spiele spielen, wo wenig Effekte sind. Das macht meinen Augen nicht so gut. Aber natürlich ist es Regnung manchmal auch recht effektlos. Also momentan ist es halt schwer wegen dem riesen Kampf für mich. Und ich auch extrem müde bin, oder? Wenn müde Augen so viel aushalten müssen, dann ist natürlich klar, dass es ein bisschen Schwierigkeiten macht in den Nerven der Augen, also dass die Augen schmerzen und so weiter. Ja. Bitte, gib mir noch ein paar XP-Bisschen. Ja, ja, die Beschis, sind einfach nicht gut, also zu wenige. Sie ist nicht uns zum Vorstoßen genug. Ich würde am liebsten wirklich alle mega heilen können wollen. Es einfach selber gut machen, wenn es die anderen nicht gut machen. Das ist die beste Devise, die gibt am meisten Motivation. Macht es einfach besser, wenn ihr seht, dass es, ja, wenn man halt ein bisschen motzen muss. Aber ich bin eigentlich auch gerne motzen. Oder eben, das hat nicht so der Eindruck, dass es gut wäre. Oh, jetzt wird viel getroffen. Aber eben, wenn die nicht sterben, bekomme ich ja kein XP. Tut doch den mal töten hier vorne, Mann. Ah, sind einfach zu wenig. Langsam nervt es mich schon ein bisschen zu viel. Ja, gut, also. Könnten eigentlich jetzt wechseln, weil wir nichts mehr abbekommen. Schade, es ist echt schade. Ich hätte gedacht, ja komm, heute können wir mal den Jäger wirklich gut leveln. Aber es geht einfach zu lange. Das Spiel ist halt einfach ein langes Spiel, also man muss schon echt viel spielen.
Da ist er tot. Da haben wir wieder ein bisschen EXP bekommen. Fedder. Dark Slayer. Ja, da ist der eben noch immer. Dann halt der da. Strategos. Ja, der Strategos, der muss sterben. Der macht Strategie. Das ist nicht so gesund für uns. Ja, aber liebe Leute, ey. Müssen wir ein bisschen vorwärts machen. Der kann auch wieder. Ja, alle haben wir. Auch nichts bekommen. Mist. Sultas Terror, das ist so ein OP-Spell. Ja, der wird wieder sofort geheilt. Ja, genau. Ja, es ist alles irgendwie so nicht wirklich bei uns gerade. Ich mag's nicht, wenn ich diesen scheiß kleinen Fußpfeil bekomme. Komm nicht zu mir mit diesem Wirbelwind. Okay. Ich geb's auf, also. Das ist für mich einfach zu hart jetzt gerade. Ich muss die Leute halt ein bisschen im Stich lassen. Ich bin ja sowieso nicht der, der den Kampf entscheiden kann. Ja, dann halt nicht. Ja, liebes Spiel, ist auch kaputt. Wird wahrscheinlich wieder crashen in der Zeit. Also schauen wir kurz auf die Uhr. 31 Uhr. Okay. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, in den nächsten Kämpfen wird es wieder ein bisschen positiver für uns. Es war schon ziemlich nervig, halt da ständig ja, zu attackieren und keine Gegner killen zu können. Alle zusammen halt nicht. Wir sind unterlegen, das müssen wir akzeptieren. Farb oder Schütze? Ah. Ich tue immer gerne einfach sagen, was ich meine. Wir brauchen mehr Barbaren, damit wir Leute kennen. Ja, also. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schönen Abend noch.